Diejenigen, die bullisch für die Aktienmärkte sind, die werden Donald Trump deutlich vermissen in nächster Zeit, denn Sid Donald hat mal wieder einen rausgehauen in einer so typischen Manier und schafft es damit, die Aktienmärkte nach oben zu bringen. Wie ist dieses typische Muster bei Donald Trump? Du schaffst ein Problem, nämlich Sid Donald, das vorher gar nicht existiert, etwa vorher Handelskrieg mit der Drohung, ja, wir werden ganz böse Zölle erheben, dann reagieren die Märkte, sind ein bisschen verunsichert, sagen sich aber, ja, so schlimm wird es nicht kommen. Dann löst Donald Trump das Problem, indem er faktisch ganz machtvoll abhebt, um dann aber ganz sanft wieder genau da zu landen, wo man vorher abgehoben hat. Also es ist dann diese Lösung des Problems nichts anderes als das, was vorher ohnehin schon der Fall war. In diesem Fall, in diesem aktuellen Fall heute, ist es der Stimulus-Deal, den eigentlich die Märkte schon x-mal eingepreist haben, aber durch das Manöver von Trump wird er nochmal eingepreist. Und das ist natürlich eine lustige Geschichte, genauso wie wir zigfach irgendwelche Handelskrieg-Optimismen eingepreist haben. So haben wir jetzt den Stimulus-Deal mehrfach eingepreist. Dabei hieß es gestern Abend noch, ja, Donald Trump, der ist sauer auf die Demokraten, weil die ihm keinen Stimulus-Deal vorher gegönnt hatten, vor der Wahl. Und er ist sauer auf die Republikaner, weil die ihn teilweise im Stich gelassen hätten in Sachen Voter Fraud, also in Sachen, die Wahl sei gefälscht gewesen. Dementsprechend werde er wahrscheinlich sein Veto einlegen gegen diesen Stimulus-Deal. Das sah zunächst nicht gut aus. Die Aktienmärkte zum asiatischen Handel dann deutlich tiefer oder sind tiefer gestartet. Aber es gab dann Druck offenkundig innerhalb der Republikaner. Hier der Senator Pat Toomey, der klar gemacht hat, Trump, du musst das Ding jetzt unterschreiben, es geht schlichtweg um zu viel, denn dadurch, dass Donald Trump die Geschichte nicht noch am Samstag US-Ortszeit unterschrieben hat, werden diese Schecks nicht diese Woche schon rausgehen, sondern erst dann Anfang Januar, also in der nächsten Woche. Das heißt, auch für diejenigen, die zum Beispiel Arbeitslosenhilfen bekommen, die werden dann nur 10 Wochen Arbeitslosenhilfe statt 11 Wochen Arbeitslosenhilfe bekommen, weil das ganze, die ganze Geschichte bis Ende März begrenzt ist. Also das hat direkte Auswirkungen auf viele, viele Millionen Leute, 14 Millionen Leute, die eben jetzt eine Woche später ihr Geld bekommen. Und Toomey sagt hier, dieser Senator, der Republikaner, selbst wenn man Präsident ist, kann man nicht alles bekommen. Und ja, da war viel Druck offenkundig auf der Pipeline. Es geht ja nach wie vor um diese Senatsnachwahlen in Georgia am 5. Januar. Und dann kam folgender Tweet, good news on COVID relief bill, information to follow, und booms, die Märkte, die zuvor im asiatischen, wenngleich dünnen Handel unter Druck waren, die treten nach oben. Dann ein zweiter tweetet, den die Märkte kaum beachtet haben. See you in Washington D.C. on January 6th, also am 6. Januar, don't miss it, information to follow. Und am 6. Januar ist ja der Tag, an dem der US-Kongress offiziell den Präsidenten bekannt gibt, also der Tag, an dem normalerweise eigentlich Joe Biden ausgerufen werden sollte als Präsident, offiziell vom US-Kongress. Hat Trump hier noch ein Ass im Ärmel, dass er sagt, ja, da kommt was am 6., denn eigentlich ist er ja chancenlos, aber gibt es da noch irgendeine Hintertür, vielleicht die Zertifizierung der Wahlmänner, man weiß es nicht, aber hier ein Tweet, den ich interessant finde, mal sehen, ob da wirklich diese Information dann noch kommt von Donald Trump, was er davor hat oder eben nicht, jedenfalls bin ich gespannt, was da noch kommen kann. Dann hat er diese Bill wirklich unterschrieben, said Donald, um eben auch einen Government Shutdown zu vermeiden, der wäre heute Nacht 24 Uhr Ortszeit Washington in Kraft getreten. Das heißt, da hätten dann die US-Behörden wieder schließen müssen. Und jetzt hat dann Donald hier eine Passage sich reinschreiben lassen. Der Senat wird dann jetzt einen Abstimmungsprozess starten. Und da geht es dann um die Aufstockung dieser $600-Schecks auf $2000, genau das, was Trump ja wollte. Dann geht es darum, die Section 230 rauszunehmen, zu ändern, also diesen Paragraphen, der faktisch Social Media Plattformen davor schützt, angegriffen zu werden, nur weil auf ihrer Plattform eben bestimmte Inhalte sind, also die Trennung zwischen der Plattform und den Inhalten auf der Plattform selbst, diese Geschichte, die Trump hier gefordert hat, wegen Twitter und anderen sozialen Medien, vor denen er sich ungerecht gefühlt, behandelt gefühlt hat, und starts an investigation into voter fraud. Also hier hat er dann seine Passage mit dem Wahlbetrug noch untergebracht. Jetzt dürfte es so sein, dass das Abgeordnetenhaus, das ja demokratisch
mit einer demokratischen Mehrheit versehen ist, dann mehrheitlich auf jeden Fall für diese Aufstockung auf $2.000 bei diesen Stimuluschecks sein wird. Aber der Senat wahrscheinlich nicht. Das ist die große Frage. Damit bringt Trump jetzt die Republikaner unter Druck. Aber er hat also praktisch hier nochmal sein Gesicht gewahrt. Er hat eine Drohung rausgehauen. Jetzt muss man mit Lippenbekenntnissen ihm entgegenkommen. Er ist sozusagen rehabilitiert. Ja, seht ihr, ich will auch das Beste für die Amerikaner. Das gibt dann einen kleinen Rückenwind vielleicht für diese Senatswahlen in Georgia. Wir werden sehen, dort allerdings die Demokraten deutlich erfolgreicher, was das Geld einsammeln betrifft. Jedenfalls ist das wieder das alte Muster stark abgehoben und dann als Teppichvorleger gelandet. Gleichwohl die Märkte freut es, die Märkte sind darüber entzückt. Und wir kommen jetzt natürlich ohnehin in diese dünnen Handelstage, die meistens positiv sind. Hier mal die Statistik, wie waren die letzten Jahre? 0,3%, 1,3%, 1,1%, 0,4%. Also wenn wir jetzt auf Future-Basis hier sehen, dann hätten wir meistens eigentlich schon diesen Zugewinn jetzt in dieser nachweihnachtlichen Periode schon abgefrühstückt bis Anfang Januar. Wir sehen, dass die Märkte extrem hoch bewertet sind. Hier sehen wir, dass fast die Hälfte aller S&P 500 Unternehmen eine Price-Earnings-Ratio von über 25 haben, also ein KGV, wenn man das so will, von über 25. Nur ganz wenige haben einen KGV unter 10. Wir sehen, dass hier die Commodities möglicherweise ausbrechen, also die Rohstoffe, die aus diesem jahrelangen Abwärtstrend jetzt vielleicht ausgebrochen sind oder ein Fehlausbruch. Das wird sich zeigen, wird auf den Dollar sehr stark ankommen. Wir sehen, dass mit dieser Corona-Bill, die jetzt durch Trump doch unterschrieben wird, auch der Goldpreis deutlich zulegen kann. Und wir haben ja vorher schon die Situation gesehen, dass die realen Renditen weitergefallen sind, die 10-jährige US-Staatsanleihe minus Inflation. Also, und dann sehen wir, da haben wir minus 1,05%. Das unterstützt tendenziell Gold. Je negativer die realen Renditen sind, umso besser für Gold. Wir sehen, dass wir Turbulenzen am Bitcoin-Markt hatten. Da gibt es ja auch die Bitcoin-Futures an der CME. Die kann man allerdings offenkundig am Wochenende nicht handeln, sondern die öffnen dann auch Sonntagnacht deutscher Zeit. Und dadurch, dass der Kassamarkt von Bitcoin deutlich gestiegen ist auf ein neues Allzeithoch, sind da offenkundig massive Liquidierungen der Fall gewesen. Dementsprechend der Abstand zwischen dem Future-Kurs und dem Kassakurs extrem hoch bei Bitcoin. Dann haben wir noch einige interessante Dinge zu Alibaba, Arndt und Jack Ma. Meine These ist, Jack Ma wird in diesem Jahr oder wird in 2021 verschwinden. Zu unangenehm, zu gefährlich. Er hat es gewagt, die chinesische Führung zu kritisieren. Jetzt sagt Chinas Zentralbank, ja, Arndt sollte wieder an sein Kerngeschäft zurückkehren, return to its roots, also praktisch hier Online-Payment-Services anzubieten. Das wäre so, als wenn die EZB sagen würde oder die FED sagen würde, Mensch, Amazon, du solltest wieder zu deinem Kerngeschäft zurückkehren und das mit dem Cloud-Business, das solltest du besser lassen, das muss man sich mal vorstellen. Dementsprechend Alibaba unter Druck, Arndt, das ist wirklich ein Desaster, gleich dazu mehr Alibaba jetzt mit minus 8%, deutlich, deutlich unter Druck und das obwohl Alibaba auch angekündigt hat, mehr eigene Aktien zurückzukaufen, nämlich im Volumen von 10 Milliarden US-Dollar als ursprünglich gedacht, 6 Milliarden Dollar. Und es zeigt, wie Holger Cepic hier klar auf den Punkt bringt, das riesige Risiko, das man mit China und in China hat. Alles ist abhängig von dem Goodwill von Peking. Wenn die nicht wollen, wenn die irgendwas dagegen haben, dann kann alles zusammenbrechen. Jetzt ist Jack Ma sozusagen derjenige und Alibaba, dieser Riesenkonzern, der jetzt in Gefahr ist. Er wird nicht der Erste sein, wenn andere es auch wagen, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Abschließend noch ein paar Blicke nach Europa. Hier haben wir jetzt neue Berechnungen des Instituts DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, das sagt, ja, das wird so knapp 400 Milliarden Dollar kosten, dieser zweite Lockdown. Das dürfte also nochmal richtig teuer werden. Wir wissen ja nicht, wie lange es dauert. Wir haben dann auf der anderen Seite ja diesen Brexit-Deal gesehen, auf den man sich in letzter Sekunde geeinigt hat. Heute wird das Parlament in Straßburg, also das EU-Parlament, darüber abstimmen. Am 30. dann das britische Parlament. Es ist also so, dass
nicht die Parlamente normalerweise abstimmen müssen in den verschiedenen Ländern, sondern die Regierungen können sagen, wir sind damit einverstanden. Also die Länder, nicht die einzelnen Parlamente, das ist sozusagen die Garantie, dass das Ding auch durchgeht. Und wir haben abschließend nochmal den Hinweis, Israel ist jetzt schon im dritten Lockdown, die Österreicher auch, aber die hatten ja vorher so einen Wischiwaschi-Lockdown. Jetzt ab 26. haben sie stärkeren Lockdown, gehen aber sehr, sehr fleißig Skifahren, wie man auf Bildern sehen kann. Jedenfalls Israel jetzt mit dem dritten Lockdown, hoffentlich bleibt uns das erspart. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Würde mich freuen, wenn wir uns heute noch abends zum Marktgeflüster sehen würden. Und Sie, wenn Sie die Zeit haben, bei finanzmarktwelt.de reinschauen. Ich sage Servus und Ciao.